Also warten wir mal. Ich hoffe, dass der Gegenzug auch pünktlich ist. Herzlich willkommen zur 11. Folge von Susi 3 zusammen mit Tobi. Tag. Ja, lang ist's her. Eine Woche jetzt so viel ist auszusehen aus, weil Zeitmangel. Aber guck mal, da geht das Signal auf grün gerade. Und das ist auch der perfekte Zeitpunkt dafür, dass wir jetzt gleich in einer Minute hier losfahren dürfen. Wir sind noch immer auf der Wutachtalbahn, der Seuschwänzlebahn unterwegs. In der letzten Folge hatte ich ja von diesen ominösen Verstärkerzügen geredet, die jetzt zwischen Weizen und Blumenberg-Zollhaus einen angenäherten 30-Minuten-Takt machen. Und so ein Verstärkerzug fahren war. Die Szenarien sind hier mal dargestellt, dass man immer erst von Weizen nach Blumenberg-Zollhaus fährt und wieder zurück. Aber da wir von Weizen nach Blumenberg-Zollhaus in meiner letzten Folge schon gefahren, deswegen fahren wir heute nur zurück. Mit diesem wunderschönen, ja, 628er. Bisschen älteres Ding. Hatten wir in der letzten Folge auch schon drüber geredet. Wollte schon sagen, der ist ganz, sieht ganz schön alt aus. Mit dem fahren wir heute. Und ja, 5 Sekunden noch. Das heißt, wir können die Türen gleich schließen und dann auch schon abfahren. Und uns diesmal das Wutachtal in die Gegenrichtung ansehen. So, dann fahren wir los. Einmal aus der PZB zum Startmodus befreien. Man merkt schon, der geht ein bisschen langsamer in der Beschleunigung. Der ist ein bisschen mehr. Der trottet ein bisschen mehr. Er ist relaxed. Ja. So. Jetzt kommt er auch langsam auf sein Tempo. Ja, dann haben wir den Dampflok, den wir schon in der letzten Folge gesehen haben. Jetzt haben wir hier nur auf dem nicht sanierten 50 km/h-Teil, der keine PZB hat, sondern nur die alten Formsignale. Und die wahrscheinlich seit ihrer Ausrüstung damals nie mehr ergänzt wurden. Also nie mehr erneuert wurden, irgendwas da groß. Jetzt gäbe es hier auch PZB-Magnete. So, unsere Challenge hier ist jetzt nur, dass es in die Richtung der Strecke bergab geht. Das heißt, du musst immer wieder bremsen, damit wir nicht zu schnell werden. Und ihr hört es schon, die Bremse hier klingt auch ein bisschen sehr ominös. Ich habe auch kein Kombihebel, sondern muss hier getrennt beschleunigen und bremsen. Klingt ein bisschen wie eine Dampflok. Also ja. So ein Gezische. Also eine kleine Dampflok klingt noch sehr viel lauter und sehr viel mehr Gezische, aber... Na, es ist halt irgendwie... eine Druckluftbremse. Eine reine, ja. Ah. Jetzt bremst mal. Das ist die neutrale Stufe und lass jetzt die Bremse lösen. Hat auch einer in die Kommentare geschrieben, dass man vor Tunneln nicht unbedingt hupen muss, beziehungsweise dass ihm das nicht bekannt wäre und er ist eisenbahnkundig wohl. Ja. Ja, hat der Pascal irgendwie in einer der letzten Folgen gesagt. Na, und da war das hier in dem Szenario, in der Beschreibung davon dazu dastand. Dass man vor den Tunnel hupen sollte. Oder soll. Mhm. Und wenn ich vor einem Tunnel nicht hupe, dann kriege ich ja auch Abzüge in der Statistik. Aber die Statistik interessiert uns ja eh nicht so wirklich. Übrigens, wenn wir mal beobachten hier, wir haben diese Uhr hier daneben mit dem roten und dem gelben Zeiger. Wobei der gelbe Zeiger, der steht für die Hauptluftleitung, wo die Bremsluft drin ist. Wenn ich jetzt die Bremse anlege, dann seht ihr wieder, die Luft auch rausströmt so ein bisschen. Bis dann von 5 Bar runter geht auf 4,7 Bar ungefähr. Und jetzt füllt sich's wieder auf. Deswegen, ja. Ist ganz urig hier die alte Technik, aber die Dinger kommen auch immer zum Einsatz heutzutage. Die fahren stellenweise noch. Muss man dann auch lernen, wie man die fährt, oder ist es dann nur, also wenn man in nur, also ist es dann nur, wenn man in der Region sozusagen fährt dann? Oder die Ausbildung? Man lernt ja eh, also wenn man Lokführer ist, dann wird man ja eh dann immer auf den Zügen ausgebildet, die jetzt in dem eigenen Einsatzgebiet fahren. Mhm. Deswegen, klar, in den Regionen, wo dann eben diese Züge ja noch fahren, werden die Leute auch darauf ausgebildet, die zu fahren. So, okay. Unser nächster Halt, Epfenhofen bei 40,8. Da sollten wir vielleicht auch noch achten, ne? Aber da haben wir noch
rund 3 Kilometer, naja, 2,5 Kilometer. Wollte das passen. Und das hier werdet ihr heute häufiger noch hören. Dass ich immer wieder hier leicht bremsen muss. Jetzt guck mal, da seht ihr unsere Bahnstrecke, da sind wir gerade eben drüber gefahren. Seht ihr hier die Kringel, die wir schlagen. Also tatsächlich, wenn man genau hinschaut, dann erkennt man, wenn man in die Ferne blickt, hier hin und wieder mal unsere Bahnstrecke, einfach weil wir so viele Kringel hier drehen und so fort, dass wir immer wieder an unserer Bahnstrecke vorbeifahren auch teilweise. So. Ohne Besonderheit, dass diese Folge nicht ausfällt, weil mich jetzt auch wieder erwischt, ich bin wieder krank, man hört es mir vielleicht gerade nicht so an, aber ist gerade kompliziert bei mir. Keine Ahnung, was mein Immunsystem aktuell macht. Bei uns in der Familie ich... gehen auch einige Keime um. Es liegt vor allem an den Kindergartenkindern, die halt ordentlich an Zeug anschleppen, von Magen, Darm bis Schnupfen und sonst was. Das ist ja ein reinziges Virenlabor, so ein Kindergarten, so ein Bakterienlabor. Nee, aber sonst bin ich bin sonst eigentlich so ein Typ, der gefühlt nie krank ist und jetzt hat's oder mich... zumindest tut er so und will sich nicht eingestehen, dass er krank ist. Nee, auch mit wirklich krank bin ich auch sonst vielleicht einmal im Jahr. Und jetzt seit Oktober bin ich jetzt schon zum 4., 5. Mal krank irgendwie. Deswegen. Ich bin aber auch wesentlich mehr krank als die Jahre davor, so vom Gefühl her. Ich meine, das mag daran liegen, dass halt Corona war, so Maske tragen, dadurch war halt viel nicht krank werden. Aber. Du hast jetzt einmal alles nachholen müssen. Weil die ganzen neuen Mutationen jetzt einmal kommen von Erkältung und Grippe und so ein Zeug. Ja. Müssten sie auch nicht. So, ich gehe mal runter auf die 40 km/h, für den Fall, dass wir hier eine Einfahrt mit Langsamfahrt bekommen. Wir hatten ja gerade die Vorsignaltafel. Äpfenhofen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Als gar das Einfahrsignal auf Rot steht. Das kann uns ja auch erwarten. Und hier haben wir gerade so eine schöne Kurve, wo ich das Signal erst sehe, wenn es fast schon zu spät ist. Deswegen gehe ich da mal ein bisschen weiter runter. Das Einfahrsignal ist bei 41,4. Also hier. Aber ja, wir dürfen fahren, aber langsam fahrt 40 km/h. Jetzt können wir hoch auf die 40 gehen. Und dann räumen wir hier in unseren ersten Halt ein. Das hier vorne sehen wir schon das Bahnhofsgebäude. Und da hinten sehen wir auch einen Viadukt, über das wir vorhin gerade eben schon mal gefahren sind. Über dieses bauchige Ding da. Im Hintergrund. Jetzt sehen wir wieder unsere Bahnstrecke, wo wir vorhin lang gefahren sind. Also diese Kringel, die diese Bahnstrecke schlägt, ist unglaublich. Hatte ich in der letzten Folge drüber erzählt, wie ineffektiv das hier von der zeitmäßigen Form ist, weil man so viele Kringel schlagen muss, weil die Steigungen hier so groß sind, dass man da die Distanz in relativ großer Zeit nur zurücklegen kann. Aber diese ganzen Kringel ja alle Umwege bedeuten. So. Dann bremsen wir hier einmal gekonnt ab. Und wir müssen, sollten 38 ankommen. Wir haben es 38 und 40 ist Abfahrt. Also haben wir 2 Minuten Standzeit. Was wahrscheinlich daran liegt, dass wir einen Gegenzug abwarten müssen. Zu spät, zu spät, zu spät. Naja, es ist kurz vor knapp gehalten. Also wirklich sehr, sehr kurz vor knapp gehalten. So, und natürlich ist hier die Säule auch genauso, dass ich das Ausfahrsignal nicht mehr sehe. Die Säule ist jetzt gerade perfekt vor dem Ausfahrsignal. Ist ja auch super, ne? Ja. Da kommt mal ein anderer Zug. Na genau, ist der Gegenzug, auf den wir gewartet haben. Das ist hier ein... Alstom Coradia Lind Zug. Mit dem werden wir hier auf der Strecke nicht fahren, aber mit dem werden wir noch durch Schleswig-Holstein fahren. Das wird dann in der nächsten Folge wird es schon soweit sein, da werden wir dann durch Schleswig-Holstein fahren, unter anderem auch mit diesem Zug. Und ich muss euch was gestehen, dieses Projekt wird kürzer als gedacht. Wenn wir jetzt gerade schon mal bei anderen Bahnstrecken sind, denn ich habe jetzt gerade hier frisch vor der Aufnahme die neue ZUSI-Version 3.5 installiert
Und da ist mir aufgefallen, dass das Streckenszenario Lehrte Harburg 2017, auf dem ich noch 5 Folgen geplant habe, hatte und auch schon alles vorbereitet habe, mit allen Ansagen eingesprochen und pipapo und drumherum, dass dieses Szenario nicht mehr existiert. Spoiler, das ist doof. Ja. Und da dieses Szenario nicht mehr existiert, also die Bahnstrecke an sich existiert noch immer nicht mehr das Szenario. Das heißt, ich könnte auch mit den Zügen fahren, mit denen ich fahren möchte, nur fahren die jetzt zu anderen Zeiten. Ne? Zum Teil, weil sich immer Fahrplanänderungen ergeben, weil jetzt gibt es das Szenario mit Stand 2021. Naja, das heißt, ich müsste trotzdem alles von vorne eigentlich vorbereiten. Gut, ich hätte zum Beispiel die allgemeinen Zugansagen, aber die allgemeinen Schaffneransagen und so für die Umstiege und sowas, die müssten alle neu gemacht werden. Und ich müsste halt neu projektieren, okay, welches Szenario jetzt genau fahren war, welche sind gut und so weiter und so fort. Müsste auch mal die Strecke testen, weil ich habe gesehen, da wurde auch was verändert dran. Ja, mit alles im allen müsste ich nochmal ordentlich Arbeit reinstecken, was ich jetzt für diese Staffel nicht mehr machen möchte. Deswegen, ich hatte ursprünglich schon geplant, wenn es nochmal irgendwie zu sich Updates gibt, was ja immer wieder mal kommt, mit neuen Bahnstrecken auch, dass wenn es irgendwann ein paar neue Bahnstrecken gibt, die lohnenswert sind zu zeigen, ne, dass ich dann eine zweite Staffel mache. Ich habe noch nicht genau umgeschaut, wie das jetzt mit neuen Bahnstrecken hier in dieser Zusi-Staffel, in dieser Zusi-Version jetzt ist. Ich habe nur gesehen, dass die Bahnstrecke Blankenburg-Au-Altenkirchen, ne, auf der wir in den ersten 3 Folgen unterwegs waren, 3 Folgen waren es, glaube, dass die jetzt von Blankenburg bis Hennef an der Sieg zum Beispiel verlängert wurde. Und sowas. Deswegen würde ich dann einfach, wenn wir mit den 15 Folgen statt 20 Folgen vor diesem Projekt dann also fertig sind, dann ist Zusi jetzt erstmal zu Ende. Er hat eben schon 5 Folgen eher. Es sind noch 4 Folgen, kommen Schleswig-Holstein. Und dann wird es wahrscheinlich irgendwann, oh Gott, eine neue Staffel mal geben, wo dann auch Lehrte Harburg die Bahnstrecke drankommt, beziehungsweise noch weiter bis Hildesheim auch. Die Hannoveraner S3. Aber ja, nur wie ihr schon mal Bescheid wisst, das Projekt wird kürzer. Und danach wird es weitergehen mit The Bus oder einer zweiten Staffel Tramsim. Je nachdem, wie bei The Bus dann die Modding-Tools aussehen. Aber ich glaube, dazu wird es dann irgendwann mal in dem News and Noise mal mehr geben. Was wir immer wieder mal machen, wenn es genügend Neuigkeiten gibt, die wir an euch weiterleiten wollen. Ja. Letzte war Anfang des Jahres, ne? Na? Da haben wir das. Oder Ende letzten Jahres. Was, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres? Anfang dieses Jahres. Um den Dreh. Auf jeden Fall, was hatten wir denn da eigentlich als neu? Also, wir hatten vor allem, dass es auf 1440p jetzt gibt, die Videos. Ja. Du könntest übrigens auch einfach in YouTube nachschauen, ne? Stimmt. So ein kleiner Reminder. Ein diese Option besteht. Das Video wurde mal auf YouTube hochgeladen von uns. Es gibt auch ein Frühling auf Tobi Raptor Video in 2 Versionen oder so. Das ist hochgeladen, aber nicht öffentlich. Das haben wir irgendwann mal in einem Geburtstagstream, glaube ich, geschaut. Der im letzten Moment verworfen wurde. Weil einfach alles neu gemacht. Weil wir uns gedacht haben, lass komplett neues Kanalkonzept. Unser Kanal von vorne neu aufziehen. So wie er heute das noch ist. Lass mal nicht 9 Projekte pro Woche machen. Na. Naja. Aber seid froh, dass wir diesen Kanaltrailer damals verworfen haben, weil das Verwerfen dieses Kanaltrailers war der Ausgangspunkt dafür, dass unser Kanal so ist, wie er heute ist. Naja, einer der Ausgangspunkte. Also. Ja. Ich glaube, so wie wir das damals gemacht haben, da hätten wir nicht viel weiter machen können eigentlich. Nee, wäre glaube ich irgendwann gestorben. Überarbeitung. Ja. So, unser nächster Halt ist Pfützen bei 33,5. Das sind noch 2 Kilometer, wenn ich gerade richtig gelesen habe. Dann war das nämlich hier 37. Genau, 37,7. Na, passt. Auch noch ein bisschen Zeit. Bis wir so weit sind. Ich finde es auch mal ganz interessant. So, bei einigen Bahnstrecken macht es schon was Großes her, wenn man sich die mal von einer anderen Richtung anschaut. Auch.
Weil aus deiner anderen Richtung hat man da teilweise mal einen ganz anderen Blickwinkel auf einige Sachen, ne? So, jetzt sind wir wieder am Haltepunkt Wutachblick, wo wir durchfahren, weil hier gibt's nicht viel an Ortschaften. Deswegen ist es jetzt nicht so sinnvoll, das hier noch Züge halten zu lassen an dem Haltepunkt. Ach, und übrigens, wir fahren auch durch Grimmelshofen durch. Was habe ich, hatte ich aus der letzten Folge erzählt. Weil Grimmelshofen, das sind wir ja letzte Folge auch durchgefahren, hatte ich erzählt, dass eben nur die Züge in die Gegenrichtung halten. Aber diese Verstärkerzüge hier, Weizen, Blumenberg, Zollhaus, die fahren auch durch Grimmelshofen durch. Nur die normalen Durchgehenzüge von Immendingen bis Weizen, ne? Und noch weiter hinaus, nur die halten in Grimmelshofen, ne? Warum auch immer der Fahrplansteller das so eingerichtet hat, aber es wird seinen Grund haben, warum nur einmal die Stunde, nur in diese eine Richtung in Grimmelshofen ein Zug hält. Aber gut, andererseits, in Grimmelshofen finden Zugbegegnungen statt, also Züge treffen sich, aber es gibt nur einen einzigen Bahnsteig, deswegen. Aber andererseits, in Weizen gibt es auch nur einen Bahnsteig. Die Leute müssen dann auch ins Nichts aussteigen, aber so. Naja, der Fahrplansteller wird sich schon was dabei gedacht haben. So, wie war das? 33,5. Ist ja noch ein bisschen. Was habe ich gerade von 2 Kilometer geredet? Ich bin auch schon ein bisschen durch. So, was mit Ihnen? Sie sind schon verstummt plötzlich. Hallo? Ja, bei mir hat ein Wecker geklingelt. Ich hab mich gemutet, sorry. ich hab grad nach den News und Neues geschaut. Deswegen, ich hab vorher noch ein bisschen YouTube Studio abgelenkt gewesen durch irgendwelche Knöpfe, die man drücken kann. Spielzeug der YouTuber. Dann kommt da nochmal Konfetti und da kommt nochmal ein Icon von YouTube mit übrigens hier, sowas. Gucken Sie mal da. Genau, das News und Neues, das war einmal die Videoausfälle, warum das passiert ist, also warum kam im Dezember so kaum was. Also dann ein Video im Dezember. Ja. Und ich glaube, wir haben auch noch irgendwas über Sendeplätze geredet. Na genau, ja. Hat mir das glaube ich auch erzählt mit, dass noch Zivisier und Tramsen wahrscheinlich, Bass und Tramsen kommen soll. Oh ja, also wenn ihr ein bisschen was wissen wollt über unseren Kanal und wie es weitergeht, dann schaut euch immer gerne diese Videos an. Oh, wir haben auch mal Herbst auf Turgiraptor, das war glaube ich so ein Video, wo wir uns gefreut hatten, dass das so wie 30 Aufrufe hatte oder so. No. Das war im ersten Jahr, also so ein Vierteljahr war das dann nach der Erstellung sozusagen. Ist auch ein sehr schöner Trailer geworden. Also ich meine, für heute vom Schnitt können her vielleicht nicht unbedingt, aber damals haben uns da echt viel Gedanken und Mühe gegeben. Ich weiß nicht, woher wir die Zeit hatten, aber war wahrscheinlich Lockdown. Ja. Nächster Halt. Sehr wahrscheinlich Lockdown. Pfützen. Ausstieg in Fahrtrichtung. Also in so einem Lockdown, da konnte man echt viel kreatives Zeug machen. Allgemein, der Kanal ist ja eh nur aus irgendeiner. Ja, wir haben Lockdown. Nicht genug zu tun. Lass mal LS19 nicht nur zusammen zwei spielen hier, sondern auch aufnehmen. Ja. Du wolltest den Kanal ursprünglich machen, ich war dann so, ja, ich steig ein. Ich hätte dich irgendwie gefragt wegen Schnitt und so, ne? Genau. Weil du ja auch schon deinen Kanal geschnitten hast und den. Ja. So, jetzt sind wir auch schon in Pfützen. So schnell kann's gehen. Pascal hat tatsächlich nämlich auch einen YouTube-Kanal. Ja, das ist aber nie mehr oder weniger aktiv, eher nicht aktiv. Da gab es mal ein Video, was ich aus heutiger Perspektive grauenhaft finde. Da habe ich nochmal versucht, neu anzufangen, habe es aber nicht hinbekommen und seitdem ist das Ganze eingestellt. Ja. Wenn Pascal dran denkt, dann kann er es ja in die Infobox packen. Oder nee, den pack packt es absichtlich nicht dort rein, um das. Das ist mir zu peinlich. Publizieren. So, jetzt sind wir hier. Da vorne warten schon die Leute am Bahnsteig. Die Güterwaggons hier, der Bahnsteig oder? Auf rechts stellen, ha? Der Güterwaggons hier, war das der Bahnsteig? Nee, oder? Das hier ist Güterverladerampe. Ah. Die Bahnsteig ist das hier vorne. Hier ist noch so ein Güter.
Abteil dem Bahnhof vorgelagert. Und hier hinten sind jetzt die beiden Bahnsteige erst. Ich muss mal ein kleines Stückchen rollen. Die Bremse war doch super. 1A. Schöne, sanfte Bremse. Und guck mal, ich bin sogar so stehen geblieben, dass der hinterste Teil vom Waggon am hinteren Ende vom Bahnsteig auch ist. Weil ich muss ja hier nicht ganz vorfahren, wenn die Leute alle hier hinten stehen. So, Ausfahrt haben wir nicht, aber wir sehen, in die Gegenrichtung hat den Zug Einfahrt. So, 14. Wir sollen... Gut, 50 ist Ankunft. Sind wir auch pünktlich da. Und bis 52 sollen wir hier eh warten, ne? Weil wir wahrscheinlich nochmal einen Gegenzug abwarten müssen. Der schon Einfahrt bekommt mit dem Bahnhof hier. Also warten wir mal. Ich hoffe, dass der Gegenzug auch pünktlich ist und wir dann pünktlich weiterfahren können. Weil es ist halt immer auf eingleisigen Bahnstrecken. Hat der eine Zug Verspätungen in die eine Richtung, dann kriegt der Gegenzug natürlich auch Verspätung, weil der natürlich dann warten muss. Aber da kommt er schon. Da kommt er schon. Das ist er übrigens, wo ich in der letzten Folge geredet hatte. Der Bombardier Talent, mit dem ich auch sehr, sehr gerne einmal fahren würde, aber was ich euch einfach nicht antun möchte, weil der ein Cockpit hat, der es auf 4 zu 3 ist. Und das will ich euch nicht antun mit den schwarzen Streifen, das will ich auch mir nicht antun persönlich. Und der ist auch nicht schön gestaltet vom Cockpit her, der ist aus einer älteren Susi-Version einfach wahrscheinlich portiert. Und man sieht es auch, der hat nicht mal einen Innenraum, also im Innenraum ist er einfach leer. Was jetzt nicht so schlimm wäre, weil, aber, ja. Ich finde ein ganz schönes, interessantes Modell, aber zeigen werde ich ihn nicht. So, noch ein paar Sekunden. Können wir warten, dann können wir pünktlich losfahren. 52. Und auf geht's. Signal ist grün, können wir direkt mit 50 ausfahren. Und der nächste halt wäre Grimmelshofen, wo wir da eine Einfahrt, selbst bei langsamer Fahrt, mit 50 km/h hätten. Also, ja. Und Grimmelshofen liegt dann bei 27,8. Wo wir dann durchfahren auch. Genau. Kann natürlich sein, dass wir trotzdem stehen bleiben müssen, weil wir noch auf den Gegenzug warten müssen. Das weiß ich gar nicht, ob da eine Begegnung mit dem Gegenzug jetzt ist. Aber ich weiß, dass die normalen, diese regulären stündlichen Züge, dass die in Grimmelshofen immer eine Zugkreuzung haben. Aber ich weiß nicht, wie das bei den Verstärkerzügen ist, die auch eine Kreuzung haben. Das werden wir dann sehen, wenn wir vor Ort sind, ne? Wenn wir warten müssen auf den Gegenzug, dann kann ich auch am Bahnsteig halten und keine Ahnung. Falls jemand doch ein- oder aussteigen möchte. Also, naja, eigentlich mache ich die Tür nicht auf, weil es ist ja kein Fahrplan halt, deswegen. Sollte es ja niemanden geben, der diesen Zug aber offen sollte, zum Ein- oder aussteigen. Wenn wir eigentlich planmäßig durchfahren sollen. Außerdem kommt auch keine Ansage im Zug dafür. So, der nächste Halt ist dann wirklich schon Lausheim-Blumeck. Wieder. Aber bis dahin haben wir noch 9 Kilometer bis Lausheim-Blumeck. Mit unseren 50 km/h kann es noch ein paar Minütchen dauern, die wir da sind. Man muss sagen, aktuell sind wir perfekt in der Zeit, ne? Ich glaube, ich werde auch von dem Dingens, vom System hier, von der Auswertung richtig abgestraft werden. Weil ich gehe hier immer so ganz, ganz leicht über 50 km/h drüber und bremse dann wieder runter. Das heißt, ich habe die ganze Zeit immer so ganz kleine, so 1-2 km/h zu schnell. Und wenn ich das ständig immer wieder habe, das sind 1-2 km/h zu schnell, dann ist halt doof. Aber ich kann auch die ganze Zeit unter 50 km/h mich irgendwie einbalancieren.
Weil dann schaffe ich die Zeit ja nicht. Ich muss ja irgendwie um die 50 km/h so rumtrommeln. Also am besten so irgendwas zwischen 52 und 48 die ganze Zeit zu fahren hier. Mal rollen lassen, bis wir hier auf 52 sind ungefähr. Und dann wieder bremsen noch zu 48, 47 runter. Oder? Also an die Lokführer da draußen, wie würdet ihr das machen? Oder meint ihr, man sollte dann wirklich hier die ganze Zeit irgendwie so um die 45 rumfahren? Und ja, nicht 1, 2 km/h zu schnell sein. Schreibt es in die Kommentare. So. Übrigens, wegen der zweiten Staffel Zusi, wenn ihr irgendwelche Strecken kennt, die ich bisher noch nicht gezeigt habe, mal abgesehen von der Lehrte Harburg bzw. Lehrte Hildesheim, von der Lehrte Harburg bzw. Hildesheim Harburg und von der Marschbahn, die wir dann in den nächsten Folgen uns ansehen werden. Wenn ihr da noch andere Strecken kennt, die jetzt vielleicht auch neu gekommen sind oder die jetzt ein Update bekommen haben mit der neuen Zusi-Version, die ihr unbedingt gerne sehen wollt, ich da Szenarien drauf fahre, dann schreibt es in die Kommentare. Dann schaue ich mir die vielleicht mal ein bisschen primär an. Auch. So, gerade gesehen, über dem Tunnel stand, über dem Tunnelportal stand 1890. Wissen wir auch, wie alt der Tunnel hier ist? Wir können auch ein gutes Stückchen hier rollen, weil so schnell erwartet uns ja keinen Halt mehr. Das nächste ist dann das Einfahrsignal von dem Bundeshofen bei 25. Hier, was wir nochmal aufpassen müssen. Nicht, dass das auf Rot steht. Aber wenn es auf Langsamfahrt steht, sollte es kein Problem für uns sein. Bis 28,4 haben wir noch 1,5 km knapp. Oh Gott. Muss ich was mal niesen. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Nee, es kam nur ein Piep. Vom Zug. Naja, das war gerade die Siefbar, weil ich die nicht drücken konnte, weil ich mich einmal gerade weggedreht hatte, um zu niesen. Weil ich nicht unbedingt ins Mikrofon rein niesen wollte. Die Siefbar hat den Niesen sehr gut rausgepiept, sozusagen. Ja, jetzt zensiert. Üsi, also ich habe noch gar keinen Kommentar von dir zur, zum Makrofon dieses Zugs gehört. Das findest du anscheinend nicht gruselig. Ist mir jetzt nicht speziell aufgefallen. Und zweimal habe ich schon betätigt. Zweimal hat man schon einen unbeschränkten Bahnübergang, bei dem ich vorher hupen musste. Ja, aber du machst es nicht mal bei jedem Tunnel, deshalb. Ja. Ich finde nur den Papierstapel in der Ecke links dort finde ich interessant. Das ist ein Bücherstapel, fällt ja. Einfach beim Anfahren oder so, beim Bremsen. Na, da liegt einmal alles Mögliche, was der Lokführer so wissen muss. So. Alles mal bauen, Betriebsordnung, die Betriebsvorschriften und so was, ja. Haben wir alles mal mitgenommen, so ganz vorbildlich. Für den Fall, dass wir uns nicht sicher sind, dass wir durch die 300.000 Bücher da durchlesen können. Einfach Signal ist grün, sehr gut. Mit Langsamfahrt, aber Langsamfahrt, hat mir gesagt, sind trotzdem 50 km/h erlaubt. Dann kann ich auf den 50 wieder hochgehen. Läuft doch heute alles reibungslos, kein Signal, was kaputt ist oder so. Provozier es nicht. Och, wäre doch schön, wenn wir wieder was hätten. Gäste wieder einen schriftlichen Befehl, wenn wir ein kaputtes Signal hätten. So, mal den Bahnsteig. Mal runter, weil Ausfahrvorsignal haben wir nicht. Ne, wir haben grün. Gut. Ich wollte sagen, Ausfahrvorsignal haben wir ja nicht. Deswegen. Weiß ich ja gar nicht, ob das hier grün oder rot ist, aber es ist grün. Besten können fahren.
Sipa will was von mir. So, und jetzt 23,6, oder? Wir sollten 59 in Grimmishofen durchfahren. Das haben wir sogar perfekt geschafft. Wir haben es 59 aktuell. Wir sind pünktlich. So, und jetzt haben wir mal eine Strecke, die gerade geht sogar. Ich muss nicht die ganze Zeit bremsen, ne? Aber das wird sich gleich ändern. Zumal natürlich auch sein kann, dass es jetzt mal bergauf geht. Oder? Ne, jetzt geht es wieder bergunter. Muss man bremsen. Na komm, brems, brems, brems. Ich bin schon bei 53, 54 km/h gewesen. So. All die Technik hier. Runterbremsen. Die Scheibe geht hier runter, wir rollen ja gerade richtig krass. Eieiei. Am liebsten hätte ich noch irgendeine Bremsstufe dazwischen, so eine, wo ich nicht ganz so stark bremse, aber es gibt nicht dazwischen. Es gibt nur, das hier ist die geringste Bremsstufe, also noch weniger als das hier kann ich nicht bremsen. Das ist nervig, weil ich da jetzt die ganze Zeit immer bremsen muss, lösen muss, bremsen muss, lösen muss. Naja, was will man machen? Soll ich einfach weniger Gas geben? Ich gebe ja kein Gas, ich rolle. Also. Das ist wirklich einfach nur, weil es so bergab geht, werden wir schneller. Ich roll die ganze Zeit. Ich gebe nur am Anfang Gas, wenn wir beschleunigen müssen, auf die 50 km/h. Danach rolle ich hier die ganze Zeit. Deswegen ist der Beschleunigungshebel auch in der Mitte. Auf neutral. So, 23. Das ist der mit den zwei Punkten daneben jeweils. Der hier ist das. Ja, ja. Und was ist das für ein... ganz leicht beschleunigt. Direkt wieder runterbremsen. Was ist das für ein Ding, was dort was aussieht wie zwei Hörner? Das ist eine Halterung, da kann man was irgendwas reinklemmen. Zum Beispiel ein Klemmbrettding oder irgendwas. Ah. Kann man es da drunter klemmen. Einfach so als eine Klemme, damit der nicht wegrutscht. Außer es ist natürlich oben in der Ecke als Fenster hängen. Wir. In der Realität ist aber eher selten der Fall. Wenn du den Popplan da oben in der Ecke hast. So. Ah, wir haben noch 2 km bis Lausheim-Blumegg. Das passt. Und pünktlich sind wir auch. So, Lausheim-Blumegg haben wir 1 Minute Standzeit sogar. Wir die kriegen oder ob wir direkt wieder abfahren müssen. Wahrscheinlich wir direkt wieder abfahren müssen, denke ich mal. Weil wir so ein paar Sekündchen Verspätung uns bestimmt angesammelt haben werden. Wenn ich so schaue, 4 sollen wir da sein. Jetzt haben wir schon jeden Moment 3. Wir haben noch so roundabout 2 km. Jetzt sind es nicht mehr 2 km. Jetzt sind es noch weniger als 1,5, aber können trotzdem viel werden. Obwohl eng werden im Sekunden, glaube ich, ne? Weil ja. Keine Ahnung, 20, 30, 40 Sekunden zu spät sind. Nächster Halt: Lausheim-Blumegg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Reden wir also von Minimalverspätungen, die den Kunden gar nicht auffallen, den Passagier. Ein paar Passagiere, denen das dann auffällt. Die gucken so. Wir sind nicht 10.04 Uhr, sondern 10.04 Uhr und 30 Sekunden da. Ah ja. Weil der Fahrplanauskunft auch genau da steht, zu welcher Sekunde man da sein soll. Ne? Ja, gut. Normalerweise sind Bufferpläne einfach auf Zehntelminuten, ne? Genau. Ganz angegeben. Das ist jetzt nicht immer der Fall hier bei Susi. Hier zum Beispiel ist nicht der Fall. Und Regel sind ja, glaube ich, auf Zehntelminuten genau angegeben. Auf einigen Strecken hat man das auch schon. Sondern wie da stand irgendwie, keine Ahnung, 9.50,5 oder so soll man da sein. So, und der Bahnübergang hier sind nur 20 km/h. Weil er ein bisschen schlecht einsehbar ist. Na gut.
Dann rollen wir mal mit unseren 20 km/h jetzt hier in den Bahnsteig ein. Ist das schon der Bahnsteig? Ja, das ist der Bahnsteig. Das graue Ding hier neben uns. Hm. Wie sah ein Bahnsteig aus? Da waren wir noch nicht so krass hier mit Markierung und Sicherheitsgedöns und allem möglichen. Nee. Ich gehe direkt in den Wald, ne? Da war sie nur so eine kleine Kante, so mit so einem kleinen Bordstein und da ein bisschen Kies. Du musst da aus dem Zug runtersteigen, die Stufen. Das sind auch die guten alten Dampflok-rechten Bahnsteige. Mit 36 cm. Und hier vorne ist die Straße und die Straße, über die wir gerade zurückgefahren sind, 20 km/h, die führt zum Ort rein. Also in den Ort rein. So. Wir haben eine halbe Minute Verspätung. Und 5 und 40 Sekunden, obwohl wir 5 hier abfahren sollten. Na ja. So, und der letzte Halt ist dann auch schon Weizen bei 20:06, wo wir dann 10:10 Uhr ankommen sollen. Mal schauen, ob wir das noch schaffen. Oder ob wir dann doch ein Minütchen zu viel haben auf der Uhr. Werden wir sehen. Aber gut, sind ja eh nur exakt 3 Kilometer. Bis dahin und 3 Kilometer in 5 Minuten. Das klingt schon sehr machbar. Voll aus, meinen Sie? Ist machbar. Bei 50 km/h haut das relativ gut hin. Oh. Was war das denn für ein Geräusch? Das war, wo die Räder über die Brücke gefahren sind. Habt ihr irgendwelche Schwingungen im Stahl oder irgendwas, das wir gehört haben, so seltsam klang. An der Brücke. So, hier haben wir einen automatischen Bahnübergang. Machen wir auch dieses Bahnübergangssignal wieder, was ich in der letzten Folge schon mal erklärt hatte. War ein bisschen technische Einrichtung auf der Bahnstrecke, die man irgendwann mal auch hier vorgenommen hat. Aber bis auf das ist ja dieser Abschnitt wirklich noch komplett in so einem Uralt-Zustand. Das ist das Einzige, was man moderner Technik irgendwann mal hinzugefügt hat. Aber PZB-Magnet wird trotzdem nicht hier hingelegt. Neben das Bahnübergangssignal. Obwohl da eigentlich in der Regel auch mal ein PZB-Magnet liegt. Aber gut. Das Eisenbahn wird das schon alles genehmigt haben. Ja. Sonst würden hier in der Realität auch nicht mal die Museumszüge, die in der Realität fahren können. Und in irgendwelchen Sonderregeln kann man dann hier trotzdem fahren. Denn immer nur ein Zug in eine Richtung. Ja gut, mehr passt auf das eine Gleis ja auch nicht drauf. Sonst machen wir, spielen wir einmal Bad Aibling nach. War damals dieses Bahnhof 2016, wo zwei Züge auf einer eingleisigen Strecke sich begegnet haben. Aber dann gab es noch einige andere. Und so beim S-Bahn München gab es ja auch jetzt letztes Jahr, eins, wo zwei S-Bahnen auf einer eingleisigen Strecke kollidiert sind. Nächster Halt, Weizen. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Eingleisige Bahnstrecke und zwei Züge macht sich in der Regel eher schlecht. Es sei denn, sie fahren in die gleiche Richtung. Ja, sie fahren in die gleiche Richtung, aber dann müssten sie in Blockabschnitten fahren. In der Regel ist ein eingleisiger Abschnitt, egal wie lang der ist, immer als ein Blockabschnitt definiert. Mit den mehreren Blockabschnitte zu teilen, das bringt nicht viel, außer dieses eine Gleis ist wirklich eigentlich nur dafür gedacht, dass in die eine Richtung immer Züge fahren müssen. In die eine Richtung häufig Züge hintereinander fahren und dann in die Gegenrichtung häufig Züge hintereinander fahren, aber meistens ja bei so eingleisigen Abschnitten, dass man abwechselnd ein Zug in die Richtung, ein Zug in die Richtung fährt. Also das ist ja eigentlich die Regel und daher ist ein eingleisiger Abschnitt in der Regel auch immer ein Blockabschnitt. So, wir fahren jetzt in das bahnsteigfreie Gleis hier einmal ein. Ist ja auch schön, muss ja überall noch Leute geben, die hier rumlaufen und die Weichen manuell stellen. Weil die Weiche hier, die wir gerade gefahren sind, zum Beispiel an kein Stellwerk gebunden, sondern da war so ein Hebel daneben.
den einmal ziehen musstest, um die Weiche per Hand umzustellen. Hier vor Ort. So, normalerweise eigentlich nur bei irgendwelchen Stellbahnhöfen oder irgendwelchen Betriebsbahnhöfen von irgendwelchen Firmen, wo die ihre Güterzüge parken oder wo die verladen werden oder sowas. Dafür sonst sowas eigentlich, wenn man bei richtigen Bahnhöfen sonst das eigentlich so hat. Also eigentlich sind es nur Abstellgleise immer, denen das gemacht wird. Naja, ist auch witzig, hier mitten fahren. Im Gleis ist ja so eine rote Shop-Tafel. Wenn man in die Gegenrichtung hier in das Gleis reinguckt, existiert diese Stopptafel gar nicht. Ist auch interessant. So, wir sind fertig. Ihr seht, neue Schriftart hier. Auch mit dem neuen, mit der neuen Zusi-Version. Und ich sehe gar nichts mehr. Wir haben 19 Mal die Pfeife nicht bitte. Also, die spielen jetzt auch die ganzen Sachen von, was der Autopilot Hinsus verbockt hat, mit rein. 19 Mal die Pfeife nicht betätigt, 1 Minute Verspätung durchschnittlich, 2 Minuten Verspätung maximal, wir waren eigentlich relativ pünktlich, weil ich war der Autopilot ja verspätet, 6 Mal schlechter Fahrstil, 2 Mal aber vergessen die Türfreigabe zu öffnen und 18% Geschwindigkeitsüberschreitung, Gesamt 0%. Hier sehen wir es. Der Autopilot hier gefahren ist, immer schön perfekt die 50 gefahren ist und niemals die Pfeife betätigt hat. Und dann hier bei uns sieht man diese Zickzack-Wobbellinien hier, welche ganze Zeit immer rollen, bremsen und dann immer Pfeife nicht betätigt für den ganzen Tunneln immer. Ja, war dann eine ganz nette Fahrt. Dann würde ich sagen, ja, danke fürs Zusehen. Bis dahin noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss.